Die ganze Zeit? Ich kann nichts dagegen tun. Aber du wolltest doch Ben heiraten. Weil ich dachte, das mit dir wäre vorbei. War es aber nicht. Ich habe mir die ganze Zeit was vorgemacht. Es hat nie aufgehört. Felix, ich erwarte jetzt nichts von dir. Es musst du nur raus, bevor wir hier drin sterben. Es ist richtig, dass du das gesagt hast. Immer ich. Es ist okay, Felix. Meinst du, wir haben eine Chance, hier zu überleben? Ja, wenn wir innerhalb der nächsten 48 Stunden hier rauskommen, dann ganz bestimmt. Aber wenn nicht, dann ohne Wasser haben wir keine Chance. Du hast mit Ben Schluss gemacht, weil du mich immer noch liebst? Ich weiß nicht, ob ich Ben noch trauen kann. Als ich deinen Onkel vor Barbara von Heidenberg schützen wollte, da hat Ben mich verraten. Er hat mir am Ende nicht vertraut. Weder in der Sache mit deinem Onkel noch mit meinen Gefühlen für ihn. Er hat gespürt, dass ich dich niemals vergessen werde. Niemals. Entschuldigung. Wofür? Wenn man verlassen wird, dann ist man traurig. Das geht mir genauso. Dann glaubst du also doch, dass die beiden zusammen durchgebrannt sind? Einerseits spricht vieles dafür, andererseits... Es hat keinen Sinn, hier rumzujammern. Das ist sowieso nicht meine Art. Emma und ich, wir haben eine Firma zusammen, für die ich gerade einiges angeleiert habe. Die große Modenschau. Ja. Vielleicht ist ihr was passiert. Vielleicht steckt sie in Schwierigkeiten, aber dann ist es umso wichtiger, dass es wenigstens mit Prinzess Dirndl weitergeht. Und wenn sie doch mit Felix zusammen ist? Dann ist das erst recht kein Grund, die Firma den Bach runtergehen zu lassen. Wenn sie mir schon den Freund ausgespannt hat. Meine berufliche Zukunft lasse ich mir nicht auch noch kaputt machen. Und wie willst du das machen? Ohne Designerin? Also erstens gibt es doch genügend Entwürfe von Emma, die ich nähen lassen kann. Und zweitens ist sie doch nicht die Einzige, die trendige Dirndl entwirft. Und du glaubst wirklich, dass du das ohne sie hinkriegst? Meine Güte, soll sie halt mit Felix glücklich werden, von mir aus. Sehe ich das eben alleine durch. So schnell kriegen die mich nicht klein. Haben Sie einen Bruder? Wie? Für mich ist doch das Wichtigste. Das Einzige, worauf es ankommt. Haben Sie Familie? Ja. Einen älteren Bruder. Ich hoffe, Sie verstehen sich gut mit ihm. Selten. Aber das ist wohl normal. Was auch immer zwischen Ihnen steht, schaffen Sie es aus der Welt. Ich habe mich viel zu wenig um meinen Bruder gekümmert. Das tut mir jetzt leid. Jetzt, wo es bald mit mir zu Ende geht. Sag sowas nicht. Ich spüre das genau. Ich habe ihn noch nicht einmal in meinem Testament bedacht. Oder? Ja, das sollte ich tun unbedingt. Das darf ich nicht vergessen, das nicht. Ich vergesse so furchtbar viel in letzter Zeit. Du bist krank. Aber das kommt bald wieder in Ordnung. Sie sind doch ein Freund der Familie. Dann kennen Sie doch meinen Bruder. Das ist ein toller Kerl. Den muss ich unbedingt in meinem Testament bedenken. Oder nicht? Sicher, soweit ich das beurteilen kann. Das Telefon, wo ist denn das Telefon? Ich muss Pachmeier anrufen, das ist unser Familienanwalt. Das muss ich sofort tun, sonst vergesse ich auch das wieder. Danke, danke, Pachmeier. Pachmeier. Thank you.
Grüß Gott, Herr Großwiele. Oder vielmehr Grüezi, wie man bei Ihnen in Zürich sagt, nicht wahr? Hier, Rosalie Engel, wir kennen uns noch von Moritz Linda. Es ist Folgendes, ich benötige Ihre Dienste. Um welche Summe es sich handelt? Na, sagen wir mal, gute 1,9 Millionen Euro. Nein, nein, ich möchte damit in Deutschland ein völlig legales Geschäft aufbauen und kann daher das Geld selbst waschen. Wie auf Eis? Dann holen Sie es eben wieder runter vom Eis. Ich kann doch nicht ewig warten. Herr Großwiele, Rosalie Engel hier. Bitte rufen Sie mich doch so schnell wie möglich zurück. Es ist wichtig. Wiederhören. Sonja, zum Glück, dass ich dich erreiche. Ich brauche deine Hilfe. Ich suche einen Designer, dem was zum Thema Dirndl einfällt. Ja, klar weiß ich, dass gute Leute teuer sind, aber jetzt lass mal das Geld meine Sorge sein. Weil meine reizende Schwester zusammen mit Felix durchgebrannt ist und ich jetzt mit Prinzess Dirndl alleine weitermachen muss. Ja, jetzt spar dir einfach dein Mitleid, kümmere dich um einen Designer. Wenn Felix glaubt, mit dem kleinen Pummelchen glücklich zu werden, dann soll er. Aber die Idioten werden mir nicht auch noch meine Firma kaputt machen. Danke. Also, melde dich, wenn du jemanden hast, ja? Tschüss. Grüß Gott, Herr Sumpichler. Herr Bommer, was schaust du so? Bist nervös wie in der Hochzeit, oder? Brauchst keine Angst haben, du brauchst bloß Ja sagen, den Rest machen die anderen. Es wird keine Hochzeit geben. Geh weiter, komm, hast gerade die Fürst gekriegt, oder? Seine Braut ist verschwunden. Anscheinend mit dem Herrn Saalfeld Junior, haben Sie das noch gar nicht gehört? Nein, okay. Das sag ich mal. Ja. Weißt du was? Wenn das Wasser bis daher steht, dann darf man den Kopf nicht hängen lassen. Es gibt auch noch andere Mütter mit schöneren Töchtern. Onkel Läuse, lass deine Sprüche. Ich weiß, du denkst, Welt geht unter, das tut's aber nicht. Du wirst die kleine Strobel vergessen und kriegst bald eine andere, die ist noch besser. Herr Pachmeier, ja. Was führt Sie denn heute überhaupt zu uns? Ich geh dann mal. Der Saalfeld, der Senior. Also nicht der, wo mit dem Ben seinem Gespussi abgehauen ist. Also, ich kann ihn ja verstehen. Ein super Zahnsohn. Die entwickelt sich. Also. Dann ist es also jetzt soweit. Was ist soweit? Der Herr Direktor muss entmündigt werden, oder? Entmündigt? Sie sind vielleicht ein Vogel. Nein. Eine Testamentsänderung, eine kleine Sache, ganz harmlos. Hab die Ehre, so ein Bichler. Er wird sich wundern. Zweimal 20 Wiederholungen. Das reicht. Glaubst du, damit kannst du unseren neuen Supertrainer schon beeindrucken? Hör auf! So, wo steckt er eigentlich? Er war heute mit seiner Nordic Walking Gruppe auf der Alm und ist total kaputt. Herr Heinemann, was ist denn das für eine Arbeitseinstellung? Wenn das der Herr Wang wüsste. Mhm. Naja, mir soll's recht sein. So konnten wir wenigstens in Ruhe trainieren. Du solltest heute eine Doppelschicht einlegen, wo du doch morgen eine Trainingseinheit verpasst. Hä? Wegen des blöden Blind Dates? Ich werde den Teufel tun und das Training schleifen lassen. Ich finde ja, du solltest deinen Dirndl aufkreuzen. Wieso das denn? Weil ich zufälligerweise weiß, dass deinem Verehrer so etwas gefällt. Dein Kumpel Niklas? Tja, vielleicht ist das ja. Ey! Vielleicht ist das aber auch nicht. Komm, Niklas steht schon lange auf mich, aber ich finde ihn überhaupt nicht prickelnd. Ach komm, was nicht ist, kann noch werden. Leo. Außerdem ist gar nicht gesagt, dass das wirklich ist. Also ziehst du deinen Dirndl an. Ey, so weit kommt es noch, dass ich mir von dir sagen lasse, was ich anziehen soll, Mann. Hey, wer hat die Wette gewonnen?
du. Und wer stellt die Bedingungen? Du. Also? Na gut, dann gehe ich da eben im Dirndl. Also? Ey, jetzt lass mich in Ruhe trainieren. Wann?